Abu Jai, Sie wurden letzte Woche als Trainer von Tasmania Berlin entlassen. Wie kam es genau dazu? Kurz gesagt, ich wurde nach dem Training hochzitiert. Da saß der komplette Vorstand und hat mir mitgeteilt, dass sie die Reißleine ziehen wollen und mich suspendieren. Was war der genaue Grund? Puh, nachdem sie mir mitgeteilt haben, dass sie die Reißleine ziehen, haben sie gesagt, dass die Geschichte mit der Teammanagerin, Mobbing und dass das halt unertragbar bis jetzt für den Verein ist und der Verein jetzt halt nicht mehr mit mir arbeiten möchte. Und dann ging es auch aufs Sportliche, dass es halt sportlich alles passt, dass alles wunderbar ist, dass das alles im Lot ist. Und aber im Grunde war uns dreien klar, Sascha Schwan, mein Bruder und mir, dass es eigentlich um die Thematik geht, um nichts anderes. Der erste Vorsitzende von Tasmania Berlin, Detlef Wilde, sprach in einer offiziellen Stellungnahme von menschenunwürdigem Verhalten und Mobbing in Reinkultur. Was war dann wirklich zwischen Ihnen und dieser Teammanagerin das Problem? Ich hatte gar kein Problem soweit mit ihr. Ich wollte sie halt einfach nicht in unserem Team so haben, weil ich halt Leute um mich herum haben möchte, die alle das gleiche Ziel verfolgen, die alle an einem Strang ziehen und alle für den Erfolg der Mannschaft alles unterordnen. Und da war sie halt anders und es hat mir nicht so gepasst. Ich habe immer wieder in den Gesprächen darauf hingewiesen, dass ich sie nicht wegschicken möchte, dass ich das auch nicht die Kompetenz habe, sie wegzuschicken, sondern ich habe den Verein, oder sprich Detlef Wilde, sehr häufig darum gebeten, ihr dann halt eine neue Stelle im Jugendbereich, wo auch immer, zu geben im Verein, dass sie ja weiter im Verein bleiben kann, aber dass sie halt nicht mit der ersten Mannschaft zu tun hat. Aber das stieß immer auf taube Ohren halt. Es hat also nie die Situation gegeben, so wie es von Herrn Wilde geschildert wurde, dass sie private Probleme an dieser Teammanagerin ausgelassen hat, haben? Also ganz ehrlich, meine privaten Probleme gehen erstmal niemandem was an. Zweitens habe ich nie an irgendjemand anders meine privaten Probleme ausgelassen und habe meine privaten Probleme auch nie an die Mannschaft drankommen lassen. Ich habe immer dafür gesorgt, dass die Dinge, die im Privaten passiert sind, nicht in die Mannschaft reingetragen sind, weil der Erfolg für mich viel, viel wichtiger war als meine privaten Probleme. Also das war mitnichten so. Ihr Bruder Moma Jai, Sie waren der Co-Trainer und haben ebenfalls den Verein verlassen. Wie haben Sie die Situation erlebt? Ja, für mich war es natürlich selbstverständlich. Man kann nicht erwarten, dass, wenn der Bruder beurlaubt, entlassen oder suspendiert wird, dass ich dann weitermache. Ja, es ist so, dass wir zu dritt natürlich eine sehr starke Einheit sind und waren. Und da war es jetzt kein Gedanke von mir, irgendwie weiterzumachen und zu bleiben. Und wer glaubt, dass der Bruder denn weitermacht, hat die Rechnung halt ohne den Wirt gemacht. Ne? Wie haben Sie die Situation erlebt, die Geschichten um diese angeblichen privaten Probleme? Nun ja, es geht hier gar nicht um private Probleme, die man denn in die Mannschaft oder an irgendeiner Person auslässt. Es ist so, dass es beim Fußball normalerweise Regeln gibt. Jeder Trainer stellt Regeln auf, jeder Trainer hat seine Macken, seine Rituale. Und wenn ein Trainer sagt, okay, ich möchte das gesamte Betreuerteam in der Kabine haben bei Besprechungen oder Teamsitzungen, dann hat der Trainer das so gehandhabt. Wir haben es halt nicht so gehandhabt gehabt und haben halt gesagt, wir möchten halt mit der Mannschaft alleine diese Teambesprechungen machen, haben auch keinen aus der Kabine rausgeschmissen, weil während der Vorbereitung der Spieler waren wir ja auch nicht in der Kabine. Ne? Die sollen da ihr Ding machen, ihre Musik hören, was auch immer. Da haben wir als Trainer gespannt, nichts zu suchen. Und natürlich auch das gesamte Betreuerteam. Ja.